Ich bitte ein heißes, brandheißes Stück von Carlos Santana, das ist für mich geschrieben, besteht aus zwei Noten. Das ist die eine und das ist die andere. Und wenn Sie mich ein bisschen unterstützen, dann fetzt das Ding unheimlich los. One, two, three, four, yeah, man, do it! Was ist los? I said, do it! Was ist? I said, do it! Wieso duzen Sie mich? Also. Solo! Das Stück trägt den Titel The Kidnappers. Übrigens, apropos Kidnappers, ich bin selbst schon mal entführt worden. Und zwar war das vor 15 Jahren in Ostfriesland. Da kam ich gerade aus der Schule, so klein. Fuhr so ein Wagen vor und zwei Männer stiegen aus. Und der eine, Herr, fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, in ein Land mitzukommen, wo Schokolade an den Bäumen wächst und wo dauernd Smarties durch die Luft fliegen und so. Und war sowieso gerade Sonne und das passte mir ganz gut. Und dann bin ich dann eingestiegen und die dann gleich. Und meine Eltern haben natürlich sofort gemerkt, dass man mich entführt hat und sie haben auch sofort was unternommen. Sie haben mein Zimmer vermietet. Ja. Mein Vater bekam dann einen Erpresserbrief, da stand drin, er sollte 300 Mark hinterlegen in einem hohlen Baum nördlich von Emden. Also die 300 Mark hat er zusammengekriegt, aber den hohlen Baum durch die Gegend zu schleppen, da war er sich einen Bruch geholt. Passt jetzt nicht. Ich möchte die Stück spielen, die Stück mit dem Titel. Sagen Sie mal, ich habe gerade gemerkt, das Licht in Ihrer Toilette ist ja wieder in Ordnung. Nee, das ist immer noch kaputt. Oh, würden Sie da bitte den Kühlschrank sauber machen? In dem kleinen Wäldchen von Kleinwülferode geht Johann Jakob Wendehals um. Er ist ein Vertreter des Kleinbürgertums. Sein bester Freund wohnte in einem großen Haus gegenüber dem Friedhof. Jetzt wohnt sein bester Freund gegenüber dem großen Haus. Er schreitet über diesen Friedhof und aus einem Grab ertönt plötzlich eine Stimme. Hilfe! Hilfe! Man hat mich lebendig begraben! Ja, aber nicht besonders gut. Er geht weiter, immer weiter. Es ist Mitternacht, Dämonenstimmung und auf den Bäumen da heulen schon die Schakale. Da kommt auf eine kleine Lichtung. Da steht ein kleines, kleines Häuschen. Er lächelt verschwiegen. Er schreitet auf das Häuschen zu und klopft an die kleine, kleine Tür. Der Hausherr ruft erregt. Wer ist da? Hier ist der Würger von Wolfenbüttel. Liebling, Besuch für dich.